Herzlich willkommen in Sao Paulo zum ersten Live-Bericht der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Brasilien ist das Land der langen Strände, das Land der Samba und das Land des Amazonas. Aber im Moment ist Fußball das wichtigste Thema. Ich begrüße hier im Studio unsere vier Experten. Bitte geben Sie eine persönliche Einschätzung. Wer wird Fußball-Weltmeister 2014? Ich glaube, Brasilien wird gewinnen. Brasilien ist die weltweit erfolgreichste Fußballnationalmannschaft. Dieses Team war bereits fünfmal Weltmeister, sage und schreibe fünfmal, 1985, 1962, 1970, 1994 und 2002. Einige der bekanntesten Spieler der Welt kommen aus Brasilien, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká und Diego. Die Brasilianer sind sehr stark, außerdem sind sie dieses Jahr Gastgeberland. Da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Kollege. Brasilien ist sicherlich stark und Südamerika hat noch nie ein europäisches Team den WM-Titel gewonnen. Aber Spanien wird das ändern. Bereits 2010 sind die Spanier Weltmeister geworden. Seit 2008 sind sie auch Fußball-Europameister. Und dieses Jahr werden sie alle Erwartungen übertreffen. Das können Sie mir glauben. Spanien, das ist lächerlich. 4 Jahre sind eine lange Zeit. Seit der letzten Weltmeisterschaft haben die Deutschen enorm aufgeholt. Mit Özil, Klöße, Schweinsteiger und Podolski sind sie unschlagbar. Diese Mannschaft hat 61 Tore allein in der Qualifikation geschossen. Sie wird weiter ein Tor nach dem anderen schießen. Für mich ist Deutschland der eindeutige Favorit. Brasilien, Spanien, Deutschland, das sind alle gute Teams. Aber ich glaube, dass diesmal ein Außenseiter gewinnen wird. Und zwar England. Das Team war schon nicht mehr so gut wie in diesem Jahr. Und der Druck ist groß. Fast 50 Jahre ist es her, dass England Weltmeister würde. Das war 1966. Warten Sie es ab. Die Engländer werden uns noch alle überraschen. Ich danke den Experten für ihre professionelle Einschätzung. Wir sind sehr gespannt, ob Brasilien den Heimvorteil nutzen kann. In den nächsten 10 Minuten wird es Nachrichten zu anderen sportlichen Höhepunkten geben. Und um 17 Uhr geht es los mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Das erste Gruppenspiel heißt Brasilien gegen Kroatien in Sao Paulo.